Marcel Lappia, 1-2 Niederlage gegen den Halleschen FC. Insgesamt über die Spielzeit, über die 90 Minuten sicherlich eine verdiente Niederlage, wie ihr zugeben müsst, oder? Weiß ich nicht, das entscheidet ihr ja für uns, ob das eine verdiente oder eine unverdiente Niederlage ist. Wir spielen ja Woche für Woche und ich denke, die Berichte sind dann von außen und so können wir es auch stehen lassen. Ihr habt schlecht in die erste Halbzeit gefunden, fand ich. Probleme gehabt im Spielaufbau. Dann kriegt ihr den Gegentreffer, aber habt ja echt wieder schnell eine Antwort. Ne? Und dann im Gegenzug fällt direkt wieder das 1-2. Kannst du kurz zu den Toren was sagen? Das erste Gegentor war nach einer Standardsituation. Das zweite Gegentor war nach einem abgefangenen Ball ein direkter Konter. Und ist dann ein Laufduell, wo die Staffelung nicht stimmt. Und so fällt das zweite Tor. Wenn du jetzt nachher in die 90 Minuten analysierst, woran hat es jetzt gelegen, dass ihr da nicht mehr rangekommen seid, um den Ausgleich oder den Siegtreffer hier noch zu erzielen? Ich denke, dass wir danach ganz normal Fußball gespielt haben und dabei würde ich es auch ganz gern belassen, weil es geht darum, dass die Mannschaft Rückschläge einsteckt und aufsteht. Das ist eine Qualität, die da ist. Das hat man auch heute im Spiel gesehen. Und diese ganzen Analysen, warum hat es hier nicht gereicht, warum hat es da nicht gereicht, das sind alles Kommentare, die von außen auf die Mannschaft kommen, auf eine ziemlich junge Mannschaft auch, mit teilweise unerfahrenen Spielern, die ihre erste wirkliche Profisaison spielen. Und natürlich ist es bitter, vor allem für die Mannschaft, weil die Mannschaft hat die Ziele, sonst hätten wir alle hier nicht unterschrieben und hätten nicht diese Marschroute ausgegeben für uns selbst. Dann ist es natürlich für uns in erster Linie mal bitter, dass es am Ende nicht reicht. Weshalb das dann so ist, ist leicht erklärt. Du kriegst zwei Tore innerhalb kürzester Zeit. Ja, und dann wird die Spielzeit nach hinten hin auch kürzer. Finde ich eine sehr gute Analyse. Heiß Mutter putzen. Nächste Woche Frankfurt gibt es wieder 3 Punkte zu verteilen, oder? Natürlich. Gibt jedes Spiel 3 Punkte zu verteilen. Trotzdem darf man nicht sagen, ja, nächste Woche geht's weiter, weil irgendwann ist auch die Zeit vorbei. Dann kommt kein nächstes Spiel mehr. Dann ist das erst in der neuen Saison. Aber so lange muss man aufstehen und weiterarbeiten und weiterkämpfen. Dann viel Glück dabei und viel Erfolg. Bis dann. Ciao.